Das wäre so eine schöne Aufgabe eigentlich für einen Livestream, ne? Das wäre so, was man so schön im Livestream machen könnte. Da hast du schön Zeit, dann wird es auch nicht so langweilig. Da könnte ich mich mit euch Zuschauern ein bisschen interagieren. Für eine Folge eigentlich ist das schon fast ein bisschen zu eintönig von der Art der Tätigkeit her. Finde ich jetzt so zumindest, also so mein Empfinden. Weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde schon, dass das hier recht eintönig ist. So was bauen halt, ne? Boah, das müssen wir alles abreißen, ne? Das muss nachher alles abgerissen werden, sobald die Villager da drin sind. Weil selbst wenn ich jetzt hier jeweils zwei Villager pro Tour mache, dann müsste ich die ja auch vermehren und die müsste ich ja auch irgendwie reinkriegen, diese zwei Villager. Das heißt also, diese Laufstreckenstation, so könnte man die ja nennen, Laufstreckenstation, ist unabänderlich. Also die muss ich bauen, anders geht's nicht. Ja, also ist egal, ob wir mit Schienen machen oder so, wir brauchen auf jeden Fall diese Blöcke hier, diese Linie. Anders kriegen wir es nicht hin. So, genau. Jetzt machen wir hier wieder. Na, ich mache erstmal eine Seite fertig. Boah, aber schon ein bisschen nervig auch, ne? Aber wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Diese Ecke hier ist gleich fertig. Ja, dann haben wir schon alle. Guck mal, wir haben da drin, da drin, da drin, da drin. Also das geht. Das längste, glaube ich, was am längsten dauert, ist so die zu vermehren. Das wird, glaube ich, so am längsten dauern. Ich weiß ja nicht, wie viele Nächte die immer brauchen. Ich hoffe ja, dass wenn wir dann genug haben. Also wir haben Dreie, haben wir. Also Dreie, dann diese sofort erstmal, da brauchen wir auch Brot. Wir müssen ganz viel Weizen noch holen. Ne? Weizen ist klar. Dass wir denen zuwerfen, dass wir die so ein bisschen zum Liebesspiel animieren. Oh, jetzt nicht runterfallen hier. Stellt euch mal vor, wir würden das hier mit Obsidian machen. Ja, Obsidian sieht geil aus. Ja, und dann alles abbauen wieder. Alles abbauen mit Obsidian, ey. Na, frohes Mahlzeit. Ja. Zack. 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 Und jetzt hier los. Ah, schon wieder alle. So, jetzt hier. Ah, hier ist auch schon ganz schön dunkel. Also hier muss auch noch mal eine Fackel hin. Würde ich mal so sagen. Die werden später sowieso weggespült, sobald wir die Villager drin haben. Ist ja logisch, weil wenn Wasser kommt, spülen die Fackeln ja weg. Die bleiben ja nicht stehen. Von daher, man könnte jetzt auch so ein Guckloch hier lassen. So, das würde auch gehen natürlich. Die würden ja hier nicht rauskommen, ne? Die Villager. Also von dem her. Aber ich mache mal zu. Sicher, sicher. Ich werde jetzt auch keine Experimente machen. Golems können hier drin nicht spawnen, weil es nur zwei Blöcke hoch ist. Endermänner auch nicht. Also von dem her sind wir da safe. Baby-Zombies könnten spawnen. Deswegen mache ich hier auch das Licht an. Ja, also zum Beispiel hier wäre auch nochmal ein bisschen zu dunkel. Mache ich da nochmal ran. Aber ich finde, Minecraft ist generell dunkler geworden. Also ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber ich finde, so generell ist Minecraft so ein bisschen dunkler geworden. Düsterer. So, und hier mache ich jetzt Folgendes. Ich werde jetzt hier mal so ein, genau, dass sie hier nur so gucken können. Da kann jetzt nichts passieren. Selbst wenn jetzt ein kleiner Villager hier reinrennt, das ist nicht so dramatisch. Ja, ich mache hier auch eine Fackel hin, da kann auch nichts spawnen. So, zack, die nehmen wir wieder weg. So, und damit ist es eigentlich auch schon erledigt. Ja, also hier ist auf jeden Fall fertig. Hier machen wir jetzt genauso wie da. Machen wir einfach nur hier so den Block hin. Wir können es auch mit einem anderen Block machen, theoretisch, aber egal. So, jetzt können wir hier die Decke fertig ziehen. Dass hier keine Monster reinkommen. Ne, ist ja ein Dach. Also brauchen ja mal ein Dach auch die Dorfbewohner. Dass die sich wohlfühlen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das mit den Türen ist. Ob die sich auch ohne Türen vermehren. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Wenn nicht, müssen wir hier noch irgendwelche Türen reinbauen. Dass es als Haus zählt. Notfalls müssen wir dann halt irgendwelche Türen dann noch. Oh, das hat genau ausgereicht. Hier, guck mal. Türen reinbauen, von außen oder so. Aber das werden wir dann sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich bin ja da immer optimistisch, was sowas angeht. So, was fehlt jetzt? Wir brauchen 20 Betten noch. 1, 2, 3, 4 haben wir schon mal. Also noch 16 Stück. Hier geht es dann nach unten. Und jetzt müssen wir
jetzt müssen wir einen Weg bauen bis da drüben hin. Und ich würde sagen, ich baue den einfach mal hier so. Das passt schon. Und jetzt erstmal eine Gerade. Dass wir zumindest mit den Schienen von hier bis dahin mit den Schienen das so bauen. Dann braucht man nicht ganz so viele Schienen. Okay, jetzt haben wir hier gleich eine. Ja, jetzt haben wir hier eine Gerade. Okay. Setze hier meine Fackel hin. So. Okay. Das heißt, wir können hier auch schon mal einen auf den hier machen. Eigentlich bräuchte ich es nicht, weil wenn wir mit Schienen arbeiten, brauche ich diese Dinger hier nicht. Ich mache es aber erstmal trotzdem. Sicher ist sicher, weil ich noch nicht genau weiß, ob das mit den Schienen funktioniert. Hier müssen wir jetzt gleich aufpassen, weil hier müssen wir uns runterstecken. Die kann ich erstmal so zumachen. Hier übrigens auch als Tür. Hier bauen wir uns runter. Hier kann ich aber schon mal hochgehen. Und jetzt habe ich eh keine weiteren. So. Aber ich sehe gerade, die Sonne geht unter, das heißt, wir können gleich pennen. So, eigentlich können wir hier uns hier durchgraben. Dann spare ich mir nämlich einiges, wenn wir uns hier durchgraben. Hehe. Dann brauche ich nämlich keinen Tunnel, Freunde. Wenn ich mich hier durchgrabe, brauche ich keinen Tunnel. Praktisch. Aber hier ist schon wieder Dörte jetzt. Warum? Geht's da raus? Tatsächlich, hier geht's raus. Okay, wo geht's denn hier hin? Wo ist denn das? Wo ist denn das Teil, wo wir hinwollen? Müssen wir gleich mal gucken. Erstmal müssen wir hier wieder schlafen gehen, weil hier Monster und so. Erstmal schnell schlafen. So, vielleicht, Freunde, ist das geil. Da sind wir jetzt durch den Berg gegangen und dann ersparen wir uns das. Das ist ja super, wenn es so wäre. Hier müssen wir eine Fackel setzen, das ist ein bisschen dunkel. So, also, das wäre ja super, Mensch. Also, das wäre ja wirklich toll. Hier mache ich erstmal einen auf den hier, dass wir hier nicht runterplumpsen. Schon wieder alle. Gut, dann gehe ich mal gucken. Also, schauen wir uns das Ganze mal da unten an. Kann ich mich hier irgendwo. Ja, hier. Nee, doch, hier. Den nehme ich mal weg kurz. So, und jetzt kann ich. Ah, nee, doch nicht. Muss ich mich schon wieder hier irgendwie wie so eine Treppe hier erstmal bauen. So, wo sind wir denn hier? Na, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin, Freunde? Wo müssen wir hin? Ist es hier? Da ist es! Da ist es! Oh, wie geil! Freunde, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das passt! Das passt! Komm, gucken wir uns mal an. Von hier. Hier müssen die irgendwie hoch. Das heißt, wir müssen die Treppe eigentlich nur nach oben ziehen. Wir müssen die Treppe nur da nach oben ziehen. Na, das kriegen wir doch hin, oder? Freunde, das kriegen wir hin. Komm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir noch hin. Guck mal, sind die überhaupt noch da? Nicht, dass ich das jetzt hier baue und die Villager sind dies. Das kann doch nicht sein, oder? Die sind noch alle da. Machen sie. Okay. Wie viele? Sind es drei? Ja, sind drei. Okay. Also drei sind gut und die drei, die müssen dann hier nach oben laufen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, können die so eine Stufen laufen? Ich glaube schon. So, und jetzt müssen wir hier im Prinzip nur jetzt hier einfach eine Treppe nach oben. Und hier machen wir dann einfach die Schienen legen. Das sind ja gar nicht so viele, die wir da brauchen. Mal sehen, wo wir rauskommen. Das wäre ja geil, wenn das jetzt hier direkt. Das wäre ja mal richtig nice. Waren das jetzt zwei? Ne. Eins. Hier müssen wir noch eine rein. Zwei. Höh. Bei der Gelegenheit kriege ich sogar noch ein bisschen Dörte. Zack. Hui. Oh, da war ein bisschen zu viel abgemuckelt. Kein Ding. Mache ich einfach so. Und dann mache ich die Schienen einfach hier so hoch. Wir brauchen als nächstes jetzt Schienen, Freunde.
Ja, und dann haben wir das Problem schon gelöst, eigentlich. Muss nur gucken, wo wir da hochkommen. Also ein bisschen höher müssen wir noch, glaube ich. Auf der Berg hier ruf. Schiene über Kurve geht ja auch. Ne, so dass man an die Kurve gehen kann. Aha, jetzt kommt hier ein bisschen Kohle. So, jetzt sind wir aber schon ein bisschen zu hoch, oder? Ah, ein Stückel noch. Stückel müssen wir wohl noch. Hier. Da wären wir. Warte, 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 warte. Freunde, warte, warte. So, warte, hatte du da? Hier muss auf. Hier muss auf. Der ist der da drauf. Und wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. In die Richtung. Das heißt, hier können wir eigentlich mal zumachen. Den nehmen wir jetzt mal weg. So, Minecart fährt hier hoch. Jetzt einfach so um die Ecke geht, glaube ich nicht. Müssen wir hier mal kurz Platz machen. Also, Minecart fährt hier hoch. Dann am besten irgendwie hier so ein Wendekreis oder so, dass der hier wieder eins nach oben fährt. Geht das? Kann man das so machen? Also Minecart fährt hier Schlangenlinien. Können wir von mir aus auch so machen, wenn man ein bisschen Platz braucht für den Wendekreis. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Guck mal, Wendekreis, wenn der hier so ist, von mir aus nehmen wir den auch noch weg. So, den nehmen wir dann auch noch weg. Und dann kann der hier aber ganz bequem hier nach oben und dann geradeaus. Das müsste klappen, Freunde. Das müsste klappen. Das müsste wirklich klappen. Ey, das wäre ja mal mega, wenn das klappt. Und hier spare ich mir das Dach, weil mit Minecart geht so schnell. Was soll da jetzt ein Monster da drauf klettern? Ja, das ist ja Blödsinn. Und eigentlich kann ich mir die Seitenwände hier auch sparen, aber nun mache ich es, weil ich es kann. So, und ich kann hier dann übrigens auch zumachen, weil brauchen wir nicht mehr. So, perfekt. Ist alles zu? Ja. Gut, also Schienen brauchen wir als nächstes, Minecart brauchen wir als nächstes und wir brauchen Betten. Betten, Betten, Betten brauchen wir, Betten. So, also Minecart und Schienen ist der nächste Step, den wir brauchen. So, dann mache ich auch da unten erstmal nochmal zu. Nicht, dass wir hier irgendwie unangenehmen Besuch bekommen. Hier mal einfach einen Block hin. So, zwei Blöcke, kann jetzt nicht passieren, die müssen wir nur wegnehmen. So, also Schienen brauchen wir und wir brauchen Wolle für Betten, 16 Stück. Und was war noch? Betten und Schienen und Minecart. Drei Sachen brauchen wir. Aber ich gucke jetzt gleich mal, wie lange wir denn schon überhaupt aufnehmen. Das ist ja, mir kommt da so vor, wie ob wir schon stundenlang aufnehmen. Keine Ahnung. Ist das so? Nehmen wir schon Stunden auf hier in dieser Aufnahmesaison? Komm, ich gucke mal eben nach. Muss ich mal kurz hier auf. Nehmen wir überhaupt auf? Ja, wir nehmen auf. Und wir sind bei. Och, geht eigentlich. 1,5 Stunden. Wir sind gerade bei 1,5 Stunden. Also eine Folge, zwei Folge, drei Folge, vier Folgen, fünf Folgen könnten wir jetzt hier rausholen. Insgesamt lohnt sich ja, ne? Also ich glaube, Freunde, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich will aber nur mal kurz gucken, wie viele Schienen wir haben. Ansonsten müssen wir mal in die Mesa gehen. Und da mal ein bisschen so, ja, mal Mineshaft suchen gehen, um mal ein paar Schienen abzubauen. Ja, weiß ich nicht. Wie brauchen wir da ein Stecken oder was? Keine Ahnung. Also war jetzt nicht so hoch, ne? Vielleicht müssen wir die Decke noch ein bisschen erhöhen, das kann auch sein. Hihi. Geil, Leute. Geil. Ich liebe das, wenn was in Form gebracht wird, wenn was passiert. Guck mal, hier ist auch schon ganz viel Getreide, was wir zu Brot machen können. Da können wir dann schön die Dorfbewohner animieren. Also es wird richtig cool. Können wir die da füttern? In Liebestollerei versetzen. Sodale, Kohle. Kohle packe ich erstmal hier rein. Cobblestone packe ich auch erstmal hier rein. So, jetzt gucken wir mal nach, wo könnten Schienen sein? Schienen. Wo könnte bei Eisen vielleicht? Ja, tatsächlich. Okay, wir haben schon ein paar Schienen.
Wir haben sogar Antriebsschienen, die könnten wir theoretisch auch benutzen, die Antriebsschienen. Ja, warum eigentlich nicht? Aktivierungsschiene weiß ich nicht und eine Sensorschiene brauchen wir nicht. Also wir haben schon, wir testen das einfach mal. Komm, wir testen das. Achso, und Betten wollte ich bauen. Haben wir noch Wolle? Wolle ist hier. Das Ding wollte ich da auf den Zaun übrigens legen, dass wir da rein und raus hüppeln können. Wolle haben wir leider nicht. Also Wolle müssten wir uns auch erst noch besorgen. Wir haben nur zwei Stück. Also da müssten wir noch mal Schafe scheren. Das können wir gleich beim nächsten Mal machen. Aber erstmal setze ich die Schienen da so hin. Ne, also das da können wir gleich mal gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Mit den Schienen. Dann düsen die dann da lang. Ne? Und dann gehen wir nächstes Mal in die Mesa. Schreibe ich mir mal schon auf, dass wir Mesa gehen nächste Folge. Also nächste Aufnahmesaison. Ich werde jetzt gleich Schluss machen. Aber in der nächsten Aufnahmesaison gehen wir dann schön in die Mesa, suchen Mineschächte und dann werden wir komplett erstmal alles mitnehmen an Schienen. Und ich glaube sogar unten bei uns, wir haben ja gesehen, wenn wir dann da drüben sind, also ich glaube, das müsste sogar da drüben sein, am Shopping District, da ist ja ein riesiger Mineschacht. Da müssten auch noch Schienen sein. Die könnte man auch alle abbauen. Die ganzen Schienen, die da sind, die könnte man alle abbauen. Die können wir alle nehmen, die können wir alle da reinsetzen. Ja, und wenn wir sie nicht mehr brauchen, bauen wir sie wieder ab. Die gehen ja nicht kaputt. Dann können wir die für andere Projekte benutzen, die Schienen. Gute Idee eigentlich, oder? Ich glaube, wir bauen die da ab. Weil dann müssen wir die da nicht nach oben locken, ey. Dann packen wir die einfach in Minecart rein und fertig ist die Sache. Das ist schon eine coole Idee, glaube ich. Das ist schon eine coole Idee. Freunde, das ist schon eine geile Idee. So, dann erstmal nach oben hier. So, da. Schön, schön, schön. Wo sind das hier? Oh, wo geht's denn hier hin? Und weiter nach oben. So, und da sind wir auch schon am Ziel. Wo ist jetzt unser Eingang? Da ist unser Eingang. So, dann wollen wir mal gucken, was wir da machen können mit den Schienen. Ich denke immer, ich werde hier angegriffen. So, also angenommen, wir wollen das hier mal so machen. Zack, zack. Geht es? Ja, geht. So, zack, zack. So, dann hier runter. Jetzt so mache, ja, das geht, dann verbindet sich das. Dann so vielleicht. So, so, so. Ja, guck mal, funktioniert doch. So einfach hier so, dachte ich mir, dass man das so macht. Irgendwie. Na, warum eigentlich nicht, oder? Okay, geht doch gut. Was ist los? So. Okay, ist noch ein Stück. Mache ich erstmal oben fertig. Wieso? Achso, weil ich. Achso, ich dachte jetzt, ich kann hier drauf laufen, aber. Vielleicht muss ich das aber noch einen Block tiefer machen. Kann das sein, dass ich das hier noch so höher machen muss? Nicht, dass die hier mir krepieren oder so. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Ich brauche Schienen. Ich brauche Schienen. Boah, ich habe so viel Bock, ich habe so viel Bock, ich würde jetzt am liebsten weitermachen, Leute, wie ich könnte. Ich habe so viel Power, ich könnte jetzt die ganze Eisenfarm fertig bauen. Ja, ey, guck mal, es macht ja so einen Spaß hier. So, jetzt haben wir schon, boah, Minecart noch bauen. So geil, Minecart bauen, Leute, guck mal hier so eine richtig geile Kurve, so zack, und dann gehen die hier so nach oben. Hier können wir dann so eine coole Fackel hinsetzen, so, oh ja, Freunde, oh ja, das ist geil. So, wie kann man hier so in der Schräge eigentlich so eine reinbauen? Geht es auf die, okay, wenn ich das so mache? Oder verbindet die sich dann nicht? Das geht! Freunde, das geht sogar. Geil. Cool. So, pass auf, dann baller ich die nächste. Die ist, glaube ich, immer 8 Blöcke, ne? Dann mache ich die nächste hier hin. So, zack. So, oh krass, ich brauche gar nicht mehr viel. Guck mal, da unten ist es schon. Da unten ist es schon. Wie viel brauchen wir noch? Nicht mal ein Stack. Freunde, wir brauchen nicht mal ein Stack. Wir brauchen nicht mal ein Stack. Ey, das ist ja Wahnsinn. Und da unten sind ganz viele. Ich weiß, dass da unten ganz viele sind. Oh, hier ist bestimmt auch schon wieder irgendwie. Bestimmt ist hier was drin, oder? Ja, 7 Stück ist jetzt nicht so viel, aber ist klar, die arbeitet nicht so effizient. Aber wenn dann die Eisenfarm da oben fertig ist, die arbeitet richtig effizient. So, das ist ja krass. Warte mal, wir brauchen Schienen, Freunde, wir brauchen Schienen, wir brauchen Schienen. So, natürlich bin ich jetzt nicht ausgerüstet genug, aber ist ja egal. Eine Schiene hätte ich sogar noch gehabt. Brauche ich einen Kompass? Nee, eigentlich nicht, weil wir haben alles, glaube ich, ausgeleuchtet. Oh, Freunde, wir müssen jetzt die Schienen holen. Aber da unten, das ist immer. Waffen habe ich bei, ja. Rüstung habe ich bei. Sieht auch noch recht gut aus. Nee, hier ist falsch. Wir müssen da nach oben. Was ist denn hier passiert?
Genau, hier müssen wir hin. Irgendwie, glaube ich, ganz nach oben, ne? Oder? War das nicht hier? Oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Kann doch sein, dass ich jetzt was durcheinander bringe. Oder war das jetzt hier unten? War das hier unten? Nee, hä? Was? Freunde, wo war denn das? Ja, hier war doch der Eingang, oder? Oder verwechsel ich das mit dem Eingang? War hier nicht der Eingang zu unserer... Ich dachte mal, hier wäre der Eingang von unserer Dings, von unserem... Oder war das drüben? Nee, das war drüben, ne? Ich glaube, das... Nee, das war drüben. Das war drüben. Ja, das war drüben gewesen. Stimmt, wir sind drüben. Falsch. Fehlalarm, Freunde, habe ich mich geirrt. Das war drüben. Das habe ich jetzt verwechselt hier, den Shopping District mit dem... Ja, kann mal passieren, ne? Ja, gut, ist egal. Ja, dann ist egal. Ich bin ja sowas von happy hier, dass das so. Ja, also das finde ich ja mal richtig cool hier. Bin ich ja mega happy, dass es so einfach jetzt funktioniert hat hier mit den, guck mal, mit den Schienen da. Wir brauchen ja wirklich kaum Schienen. Das ist ja gar nichts. Das ist ja noch nicht mal ein Stecken müsste das sein. Ein halbes Stecken oder so höchstens. Ja. Guck mal. Das ist dann mal mega nice hier. Eins, zwei, ist immer ein Block, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ja, lass das ein halbes Stack sein. Das ist ja ein Witz. Oh, Freunde, wie geil, ey. Wie geil. So, und Schafe haben wir auch. Wir brauchen die nur noch scheren. Und dann haben wir auch die Betten fertig. Minecart ist kein Problem mit dem Eisen da. Das haben wir ja auch noch. Also das ist schon wirklich mega. Was ist denn da hinten eigentlich? War da nicht noch irgendwie eine Höhle oder so? Hier war doch auch irgendwas. Hier war auch irgendwas war hier. Ist auch so eine komische Höhle hier. Jetzt haben wir wieder nicht so viel Fackeln, ne? Ne, wir haben wieder 14 Fackeln nur. Irgendwas war hier aber. Oh Gott. Hier sind bestimmt auch wieder überall Monster. Ist ja durch Zufall irgendwie Schienen. Das sieht irgendwie ganz merkwürdig da aus. Hier haben wir auch noch nie erforscht, ne? Das sieht auch irgendwie ganz komisch aus da unten. Was ist denn das da alles? Das sieht ganz, ganz komisch aus. Also da müssen wir unbedingt auch noch mal hin. Da ganz nach unten. Vielleicht machen wir das mal und dann brauche ich ein paar mehr Fackeln. Ich habe leider nicht so viel Fackeln. Ansonsten würde ich das mal sofort machen wollen. Habe ich Holzbein? Nee. Natürlich auch nicht. Ja, Freunde, das müssen wir auch nochmal machen, dass wir hier diese Höhle da erforschen. Das interessiert mich auch mal mega, was da so noch ist. Ja, das haben wir noch gar nicht gemacht. Guck mal, wie lange wir hier schon sind, hier im Shopping District. Und wir wissen gar nicht, was da unten für Besuch auf uns wartet. Also das müssen wir auch unbedingt nochmal machen. Aber nicht jetzt. Ja, ich hätte jetzt sein können, dass da unten nur wie ein paar Schienen hätte ich die noch schnell mitgenommen, aber gut, keine Ahnung. Ja, geil, Freunde, ich freue mich so, ich freue mich so. Das geht voran, das geht voran. Also heute haben wir wirklich richtig viel gerissen. Wir haben heute richtig viel geschafft. Das finde ich richtig gut. Und ja, vom Timing passt es auch. Haben wir schön jetzt wieder ein bisschen im Voraus aufgenommen. Und somit habt ihr, obwohl ich schon längst in der Sommerpause bin mit dem anderen Kanal, habt ihr jetzt trotzdem hier noch schöne Minecraft-Folgen, weil ich einfach Bock habe auf Minecraft-Vanilla. Ja, richtig geil. Kein Modpack, sondern richtig schön Minecraft-Vanilla. So wie früher. Geil. So, ihr Lieben, dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Resttag, wann immer ihr das guckt. Ich weiß ja nicht, welcher Wochentag heute ist. Ich weiß noch nicht mal die Zeit, die war. Meistens lade ich ja immer abends hoch. Ja, sag schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Aufnahmeseason, die wird wahrscheinlich so in 7 bis 14 Tagen sein. Ja, bis dahin. Tschüss, der Water Cave Crafter.